Moin erstmal. Herzlich willkommen auf der Map Rühling. Der Pensionator ist hier unterwegs im Story-Modus. Eigentlich auch gar nicht der Pensionator, sondern der gute Marco, der den Hof von seinem Onkel übernommen hat. Und der Marco, der hat heute einen Auftrag. Der muss nämlich ein paar Felder düngen. Ja, und was tut man da? Man fährt mit dem Schrägbodenbehälter voller Dünger zum Feldrand und ja, dann holt man sich als allernächstes den Trecker mit dem Düngerstreuer und wenn der da ist, dann muss man ein bisschen Höhe gewinnen. Denn sonst passt der Dünger da nicht so recht rein. So. Dann haben wir den vollen Schrägbodenbehälter hier mit entsprechend Dünger schon mal am Feldrand abgestellt. Der MB-Trakt, der steht hier noch irgendwo auf der Koppel rum, da ist er. Und den holen wir jetzt mal und dann wollen wir mal gucken, dass wir... Komm ich rum? Ja, gerade so. Oh, der Baum hier ist aber auch wieder borstig. Ja, dann... also der steht hier schon direkt an der Ecke. Ja, das war super. Habe ich dann beim letzten Mal da gemacht. So, einmal... öffnen, runterfahren. Dann müssen wir hier mal uns ranpirschen. An unseren mega Schrägbodenbehälter-Mod. Der ist übrigens vom guten Privat. Stückli zu Hükli. Und warum machst du das jetzt nicht? Weil ich mich umstellen muss oder weswegen? Muss ich die Abdeckung öffnen? Achso, ich kann überladen. Okay, gut, dann machen wir überladen. Das ist ja auch kein Problem. Einmal hier Taste I. So, Motor starten, dann geht auch das mit dem Überladen. Kleiner Automatismus, der hier eingebaut worden ist in den Mod, der ist nochmal aktualisiert worden. Von daher passt alles. Und ihr seht, das passt hier am Düngerstreuer noch nicht ganz, weil ich den zu großen Düngerstreuer genommen habe. Ich muss den tatsächlich noch eine kleine Stufe wieder runter konfigurieren, dass der ein wenig kleiner ist. Dann macht auch das mit dem Schrägbodenbehälter mehr Sinn, weil da muss man ja öfter nachladen. Aber das machen wir halt nochmal in einem kleinen Tutorial-Video, wo ich das sicherlich nochmal vorstellen werde, wie dieser Schrägbodenbehälter gedacht ist und wie der funktioniert. Da hat so ein paar unterschiedliche Feature bekommen und ja, die muss man mal richtig darstellen. Ich glaube, in den Videos, in denen ich das bisher gesehen habe, ist das noch nicht so, wie meine Idee im Kopf ist, dargestellt worden. Von daher werde ich das nochmal nachziehen. Heute sind wir ja bei dem guten Marco auf dem Hof Rühling und wir wollen hier heute ein wenig Dünger streuen. Wir haben einige Felder zu bewirtschaften. Hier auf der Sicht ist das schon mal die 6, die 5, die 4 und die 12, die wir machen müssen. Die 14 müssen wir, glaube ich, auch einmal düngen. Ich schätze fast, wir kommen mit ein bis zwei Düngerstreuern hin. Der ist tatsächlich jetzt schon leer. So, der ist leer. Der Düngerstreuer ist nicht ganz voll, aber das macht nichts. Wir starten einfach erstmal. Und düngen, was das Zeug hält. So. Ja, Marco ist eigentlich immer ganz gut beschäftigt. Und hat wirklich einen Happen zu tun. Zack. So, wollen wir mal einmal gucken, ob es auch wirklich geklappt hat. Da sehen wir nichts. Wir nehmen mal das Unkraut raus. Oha, habe ich mich getäuscht? Ich war der Meinung, wir hätten die alle mitmachen müssen. Tja, hätte ich mal genauer hingeguckt.
Okay, dann brauchen wir nur auf die 4 rüber zu switchen. Dann sind wir auch schnell fertig heute. Das ist ja der Wahnsinn. Dann switchen wir einmal kurz rüber auf die 4, machen die fertig und dann haben wir das auch schon geschafft. Ja, da habe ich wohl nicht richtig geguckt. Passiert. Was passiert, passiert. Da muss man sich nicht wundern. So, hier hatte ich vorhin mal umgedreht. Schmeißen wir hier halt ein bisschen Dünger rauf und dann haben wir das schon. Da habe ich echt gerade eben nicht richtig geguckt auf die Karte. Ich war der Meinung, wir hätten hier heute echt einen großen Düngerauftrag. Tja. Ja, das vielleicht noch kurz gesagt. Die Version, die hier heute am Start ist vom LS22, ist tatsächlich schon die neue Patch-Version, die 1.4.0, die ja bei einigen Leuten ein bisschen Probleme bereitet. Bei mir vorhin auch. Ich habe ein paar Script-Mods rausgeschmissen und seitdem funktioniert das. Allerdings auch noch nicht fehlerfrei. Da gibt es immer noch so ein paar Errors im Log. Aber laut Giants wird bereits an einem Hotfix gearbeitet, der wohl auch schon fast fertig ist, soweit wie ich das hier gesehen habe. Eben im Forum. Und ja, ich denke mal, wenn dieses Video erscheint, dann ist auch der Hotfix da und alles funktioniert wie erwartet. So, dann fahren wir jetzt mal. Wie fahren wir denn? Wir fahren hier mal raus. Und bevor ich jetzt irgendetwas vergesse oder falsch mache oder wie auch immer, ich habe nämlich tatsächlich ein paar Tage nicht gespielt und bin noch nicht so wieder drin. Gucken wir mal erst noch mal auf die Karte und gucken mal. So, Unkraut ist soweit im Griff auf unseren Feldern. 5, 6, 12 und 14. Das können wir ja ausschalten. Gedüngt ist auf der 4 noch nicht so doll. Alle anderen Felder sehen gut aus. Die 4 müssen wir dann sicherlich noch einmal düngen. Pflügen müssen wir die Wiesen. Das macht keinen Sinn. Kalk auf der einen Wiese hier, ja, da wird benötigt, wird aber nicht angenommen im Moment, weil schon im Wachstum bzw. schon erntereif. Und die 4 möchte gewalzt werden. Ja, das ist dann doch ein Auftrag, den wir noch ausführen können heute. Super, da haben wir ja noch was zu tun. Das habe ich ja gar nicht gedacht. Dann. Zurück, zurück, zurück. Wir nehmen die andere Richtung, die ist angenehmer zu fahren. Na, musst du mir vor die Karre springen? Ich glaube, das hackt. Wenn das jeder machen würde, wäre die Truhe aber voll. So. Ja, da geht er ganz schön mit dem Gewicht runter. Ne? Der hat dann auch gut zu tragen. Okay, der Düngeranhänger steht noch drüben am Feld. Ich würde sagen, wir walzen dann eben einfach mit dem Mercedes, mit dem MW3. Muss noch einmal gucken, ob die Walze nicht noch umgebaut werden muss. Dann müsste ich mir nämlich, glaube ich, auch noch
Eine Werkstatt drüber besorgen wir nämlich auch noch nicht. Ja. Die ist noch auf Wiese eingestellt. Jetzt ist die Frage, wo bauen wir uns den Werkstattträger hin? Wir gucken einmal. Ich habe ja hier vorne, in die andere Richtung, hier habe ich ja den Waschplatz gemacht, wenn ich jetzt einfach da, können wir mal gucken, welche Tools haben wir denn überhaupt als Werkstatt. Das ist dit. Dann haben wir hier noch die Container. Silo-Erweiterung. Habe ich den auch rausgenommen? Ging der auch nicht? Dann muss das nämlich noch eine Runde warten. Dann muss ich einmal hoch zum Händler fahren und da umbauen. Was jetzt auch nicht so das Problem wäre. Da sind nur die Produktionen. Generatoren. Ne, da ist es auch nicht bei. Nö, dann habe ich den rausgenommen. Ist wie es ist, ne? Kann's nix morgen, denn habe ich den vorhin rausgenommen mit all den anderen Geschichten. Obwohl. Unterstand. Shopping White. Garage, um Fahrzeuge und Geräte abzustellen. Ich glaube, da ist dann auch. Kann ich nicht sicher sagen, ob da irgendwo Garage drin ist oder ein Trigger drin ist. Was ist das? Die Vorder. Ah ja, okay. Ja, man verliert echt den Überblick bei den ganzen Mods, muss ich wirklich sagen. Da muss man sich mal ein wenig reduzieren auf das Wesentliche. Die Erweiterung, da wird es natürlich auch nicht bei sein. Ne, wenn, dann ist es bei den Containern und das habe ich tatsächlich im Moment nicht dabei. Denn ja, dann fahren wir eben zum Händler. Mein Gott. Dann kann der das eben umbauen. Und dann sagen wir dem. Baumeister Bescheid hier, dem Ortsansässigen, dass der. Meine Güte, der geht aber auch ganz schön. In die Knie, wenn wir um die Kurve fahren. Dann sagen wir dem Baumeister Bescheid, dass der halt für die nächste Saison, für die nächste Runde, einfach den Werkstattträger bereitstellen soll und dann zeige ich ihm den, wo er den hinbasteln muss und dann kommen wir da weiter. Dann brauche ich nicht. Oh, der geht aber echt. Der ist ein bisschen weich in den Knien, würde ich sagen, der gute MB-Truck hier. Das ist ja Wahnsinn. Steigen und einmal hier den reparieren. Ja, mach mit. Und dann konfigurieren wir uns den einmal um statt Grünlandwalze auf Walze. Sagen konfigurieren. So, und dann hoppen wir. Na. Ich will hier gar nicht rein. Ich will da hinten hin. So, zurück. Was ist denn da passiert? Das sieht aber seltsam aus. Manchmal. Habt ihr nicht gesehen? Hab ich nicht gesehen. Alles gut, weiter geht's. Es wird hier heute so eine kleine Chaos-Folge. Aber es ist, wie es ist. Ne? Wir haben ja auch den Patch drauf und alles ist anders. Und ich merke auch irgendwie von der Fahrweise her, scheint auch irgendwie die Grundeinstellung so ein bisschen umgestellt worden zu sein. Denn wenn ich bremse, dann hält er auch extrem spät an. Also das hatte ich mir auch schon mal etwas anders eingestellt.
gucken wir mal. So, nachdem wir hier dann schon gedüngt haben, können wir jetzt hier nochmal schön die Walze rüberlaufen lassen. Aber wenn man den MB-Traktor so rumwackeln sieht, ich meine mich zu erinnern, dass der im Original auch so, ja, so geschaukelt hat. Also zumindest bei einigen Arbeiten hat der extrem geschaukelt und je nachdem, welche Bereifung der drauf hat, ging der auch immer gut in die Knie. So, jetzt mache ich das mal so, dass ich mir mal die Arbeit kurz ein bisschen einfach mache und da mal den Johann draufsetze oder wie auch immer der heißt. Dann kann ich nämlich in Ruhe einmal kurz etwas gucken. Da geht der Ton kurz weg. Ja, aber da sind wir auch schon. Und dann kann der Johann auch gleich schon wieder verschwinden und den Markus weitermachen lassen. Der Markus wieder anbaut. Ja. Gut. Ich habe ja beim letzten Mal, als wir hier alle fein zusammengearbeitet haben, habe ich ja die Idee gehabt, meinen Hof ein klein wenig sicherer zu machen. Ja, schalte mal hoch. Komm, komm in Gang, los. Und habe auch schon Kameras installieren lassen. Die sind also schon da. Der Elektrikermeister, der ist vor Ort gewesen und hat sich das alles mal angeguckt. Das Ganze läuft auch sogar per LAN, nicht per WLAN. Funktioniert soweit auch ganz gut, aber die zweite Idee, die wir hatten, war ja eventuell einen Hund an den Hof zu holen. Da muss ich sagen, haben mich die Zuschauer, die hier gucken, arg im Stich gelassen. Na komm, hopp hopp. Ich hatte ja darum gebeten, ob die nicht vielleicht, die Zuschauer nicht vielleicht da mal einen Daumen da lassen können. Ob oder ob nicht, ob ein Hund am Hof sich gut machen würde oder nicht. Markus hat da leider immer noch keine Entscheidung getroffen, weil auch noch keine positiven oder negativen Rückmeldungen eingegangen sind. Wer also guckt, der möge doch gerne mal ein Däumchen da lassen, nicht nur weil er das Video vielleicht toll findet, sondern auch weil er möchte, dass wir einen Hund an den Hof holen. Um das Ganze zu präzisieren, könnt ihr auch gerne einen Kommentar da lassen. Hund ja oder nein? Müssen wir uns mal anschauen. Ja, dann machen wir hier mal weiter. Wie gesagt, die Sicherheitsanlage, die funktioniert ganz gut. Der Hof ist komplett überwacht, alle Einfahrten sind überwacht, die Hallen werden von innen überwacht. Das läuft super. Sind natürlich einige Kameras rangekommen, aber meinen ist das auch nicht mehr so teuer. Und zum anderen bietet das ja auch einfach mehr Sicherheit. Ne? Wer weiß, was hier alles, während ich nicht da bin und stundenlang auf dem Feld unterwegs bin, im Hof passiert. Das kann dir kein Mensch sagen. So, Kurve rückwärts und abwärts. Abfahrt, los! Stellt sich ein bisschen an, ne? Oder? Also ich finde, er stellt sich echt ein bisschen an. Die Walze mag er nicht. Das machte mit dem IHC mehr Spaß. Der kam besser in Gang. Trollig. Oh, ein Stück vergessen. So.
Das war schon mal ein kleines Foto. Ne, das andere sah besser aus. Das sah wirklich besser aus. So. Da sind wir auch schon gleich wieder fertig. Ne? Das geht hier auch wirklich Schlag auf Schlag. Und das alles ohne GPS, ne? Muss man auch mal dazu sagen. Einmal kurz das Gedüngte raus. Walze rein. Ist nur noch das bisschen und es sieht wirklich cool aus, was wir hier machen. Wir machen ordentliche Arbeit. So. Mal schauen, ob wir das in den restlichen 3-4 Minuten noch schaffen hier. Ups, da habe ich jetzt einen Streifen gelassen. So. Walzen wir das mal nach, damit meine Spur weg ist. Sieht ja aus wie... Ja, gar nicht. Also es ist eine echte Chaosfolge heute, wie ich schon vorhin gesagt habe. Wenn man einmal nicht drin ist, dann wird es auch nicht besser. Es ist halt einfach. Es ist halt einfach heute der Wurm drin, da kannst du nichts machen. Ach ja, was für ein Tag heute. Ja, der Tag nach Ostern. Es ist, als hätten die ihren Ausgang. Ja, natürlich sind die anderen die ihren. Also das steht ja wohl fest. Also klar. Das ist wie auf der Autobahn, wenn du im Radio hörst, dass da ein Geisterfahrer unterwegs ist und du im Auto sitzt und sagst, einer? Tausende Geisterfahrer sind unterwegs. Genau so ist das. Ja, sind immer die anderen. Ja. Soll ich dazu sagen? Es ist so. Wenn einmal die Scheiße erstmal passiert, dann passiert sie. Ist auch ein schöner Spruch. Es ist so. Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Es ist einfach so. Ah. Aber ich habe jetzt auch genug dumme Sprüche gebracht. Ich mache das hier noch zu Ende. Wie gesagt, ich fände es super, wenn ihr ein Like da lasst. Ich blende es nochmal ein, damit ihr auch wirklich dran denkt. Like da lassen. Subscriben. Und damit ihr nichts verpasst, die Glocke einmal aktivieren. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, die in dieser Chaos-Folge. Da, guck mal, da hebt das Ding auch noch ab. Müssen wir aus der anderen Richtung machen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen in dieser Chaos-Folge. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund und munter und dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video wieder, wenn ihr Bock habt. Also, bis dann, euer Enzonator. Macht's gut. Tschüss.